So, wir sind beim Wetter, wir bleiben beim Wetter. Maira trägt eine Jacke. Was ist da los? Das irritiert mich jetzt auch ein bisschen. ziemlich heftig irritiert uns das. Mich auch. Also es ist schon wirklich warm. Also ich werde sie definitiv jetzt danach dann ausziehen. In der Sonne. Ja, und vor allem, also man spürt, dass es ordentlich raufgeht mit den Temperaturen. Wir haben es gerade gehört im Beitrag, 41 Grad heute in Köln, aber auch im Osten, also generell bundesweit wird es wirklich sehr warm. Gucken wir gleich mal auf den Strömungsfilm, nämlich aufgrund der Hochtiefkonstellation wird heiße Luft aus dem Norden Afrikas direkt bis zu uns geführt und vor allem auch noch weiter in den Norden Europas, das heißt auch in England wird es beispielsweise unglaublich oder außergewöhnlich warm am heutigen Tag und auch noch, wie gesagt, in den kommenden Tagen. Also wir müssen so ein bisschen durchhalten. Gucken wir gleich mal auf die Temperaturen. Wie gesagt, 41 Grad in Köln, generell in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise auch im Südwesten so 38, 39 Grad. Ansonsten gibt es wirklich fast kaum Werte, wo wir unter der 30-Grad-Marke bleiben, nur an den Küsten und im Erzgebirge. Ansonsten also wirklich deutlich oft auch über 30 Grad. Ja, und dazu scheint die Sonne fast von früh bis spät. Also es hat kaum oder keine Wolke auf unsere Wettersymbolkarte geschafft. Und vor allem auch die Sonnenstunden, die zeigen dann auch, dass es meist das astronomische Maximum gibt, nämlich von 16 Sonnenstunden. Nur in Schleswig-Holstein bleibt es bei 14 Sonnenstunden. Ja, und wie gesagt, morgen verlagert sich die Hitze dann weiter in den Osten. Dann kommen von Westen her auch zum Teil kräftige Schauer und auch Gewitter auf. Die können lokal auch unwetterartig ausfallen. Breiten sich dann am Donnerstag generell aus und bringen dann eine minimale Abkühlung. Also viel wird es wirklich nicht sein. Wir müssen noch durchhalten. Morgen und übermorgen zum Wochenende hin geht es mit den Temperaturen dann leicht zurück. Aber die Spitzenwerte werden dann noch über 30 Grad liegen. Ja, und dazu gibt es dann einige Schauer, aber weiterhin auch sehr viel Sonnenschein. Wir sollten für die nötige Abkühlung sorgen.